Hallo, ich habe heute meinen Haaransatz gefärbt und ich habe das für euch gefilmt, denn ich habe heute eine neue Haarfarbe probiert und zwar den hellsten aschigen Ton von der Marke Naturigen. Das ist eine dänische Firma und die Haarfarben wurden nicht an Tieren getestet und ja, somit wollte ich das unbedingt probieren. Das Video ist nicht gesponsert, ich habe mir die Haarfarbe selbst gekauft. Ich kann euch auch sehr gerne unten verlinken, wo. Und in diesem Video wird es die ersten Eindrücke geben. Das heißt, wenn ihr Lust darauf habt, dann seid ihr natürlich eingeladen, weiterzuschauen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Naturigen garantiert Haarfarben, die nicht an Tieren getestet wurden, was mir persönlich sehr wichtig ist. Zusätzlich sind die Farben frei von Parabenen, Ammoniak, Sodium Lauryl Sulfate, Resorcinol und Paratoluendiamiden. Viele von diesen Stoffen können allergische Reaktionen hervorrufen oder langfristig sogar gesundheitsschädlich werden. Natürlich ist Haare färben trotzdem nicht gesund, aber wenn man es zumindest weniger schädlich machen kann, warum auch nicht? Ich habe den hellsten und aschigsten Ton ausgewählt, Extreme Ash Blonde 11.2. Bezahlt habe ich beim Basler 12,99 € für eine Packung, was sich nicht sonderlich unterscheidet von herkömmlichen Farben, die man in der Drogerie kriegt. Man kann die Farben auch über Amazon kaufen. Obwohl ich Amazon Affiliate Partner bin und es für mich ein Vorteil wäre, die Farben auf Amazon zu verlinken, werde ich es aber nicht tun, denn über Amazon kosten die Farben fast das Doppelte. Und das finde ich eine Frechheit und deshalb kann ich es auch nicht empfehlen. Also bitte nicht mehr als 13 € zahlen. Die Packung beinhaltet eine Plastikflasche mit dem Entwickler und die Tube mit der gewünschten Farbe. Die beiden Komponenten werden vermischt, was sich von anderen Drogerienfarben nicht unterscheidet. Dann wird der Inhalt ordentlich geschüttelt. Okay, vielleicht weniger albern. Dann kann man auch schon die Handschuhe anziehen, die auf der Packungsbeilage angeheftet wurden. Ich gebe zu, ich habe es nicht getan, aber ich empfehle jedoch, auf alle Fälle eure Hände zu schützen. Ja, hier haben wir meinen Ansatz davon. Die Farbe wird auf den Ansatz direkt von der Flasche aufgetragen und dann ganz leicht mit den Fingern in das Haar einmassiert. Die Einwirkzeit wurde mit 30 Minuten angegeben. Danach wird die Farbe ausgewaschen und das Haar wie gewohnt gewaschen und gepflegt. Ich denke, diese Schritte muss ich hier nicht erklären. Die Farbe ist sehr ergiebig, es blieb ein wenig über. Die bereits angemischten Farbreste sollte man allerdings immer entsorgen. So sieht die Haarfarbe aus, wenn die Haare im nassen Zustand sind und ich habe hier einfach nur das natürliche Licht. Ich habe das Ringlicht noch nicht eingeschaltet, weil ich dachte, das wäre gut, das einmal am Tageslicht zu sehen. Ich werde jetzt zusätzlich das Ringlicht einschalten. Also ja, ich finde auf dem künstlichen Licht wirkt der Ansatz etwas gelblicher, als er meiner Meinung nach am Tageslicht wirkt. Mein Haar ist jetzt komplett trocken und ich habe es auch schon gestylt und werde jetzt mit der Kamera reinzoomen, sodass ihr den Ansatz am Tageslicht sehen könnt. Also ich bin auf alle Fälle sehr positiv überrascht, dass die Haarfarbe mein Haar so gut aufgehellt hat. Also es ist auf alle Fälle hell genug. Ich hätte mir gewünscht, dass der Farbton etwas aschiger geworden wäre. Aber das ist so ziemlich auch das Einzige, was ich auszusetzen habe. Wenn ich jetzt das Ringlicht einschalte, wirkt nämlich der Ansatz etwas gelblicher, als er am Tageslicht ist. Aber es ist nicht schlimm. Ich finde, das ist trotzdem voll in Ordnung. Also ich bin im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv überrascht. Die Haarfarbe riecht kaum. Das finde ich persönlich sehr angenehm, denn die meisten Haarfarben haben so einen richtigen penetranten Geruch. Die Einwirkzeit beträgt nur 30 Minuten, das finde ich ist auch sehr positiv. Ich gebe aber zu, ich habe sie etwas länger einwirken lassen, denn mein Haar ist sehr hart und sehr stark. Und auch in der Vergangenheit mit anderen Marken hat es immer Sinn gemacht, ein paar Minuten dran zu hängen, um das gewünschte Resultat zu bekommen. Und ich überlege beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Minuten dran zu hängen. Aber das ist nicht etwas, was ich jedem empfehlen würde. Die vorgeschriebene Zeit ist 30 Minuten. Ja, die Haarfarbe hat meine Kopfhaut nicht gereizt. Sie hat sich ganz okay angefühlt und ja, also ich bin im Großen und Ganzen sehr positiv überrascht gewesen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas aschiger ist, aber ansonsten auf alle Fälle eine gute Erfahrung. Das waren also meine ersten Eindrücke. Ich hoffe, dass das Video für euch interessant und hilfreich war.
Falls es dann so war, würde mich wie immer ein Däumchen hoch freuen und es würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich verlinke euch unten meine ganze Playlist mit meinen Reviews, die ich bisher gefilmt habe und meine ganzen Social Networks. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen, freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Bis dann, tschüss!